Ja, ganz klar, Leute, heute wird zum letzten Mal für eine längere Zeit gesniped. Ziel Elite 3K spielen wir heute. Und der hat eine maximale Reichweite. Aufladetempo ist sehr, sehr langsam, wollte ich sagen. Und die Beweglichkeit ist auch nicht so die dicke. Also, ich habe wirklich Probleme mit den Elite. Aber okay, schauen wir mal, wie das dann im Kampf aussieht. Wir legen ihn an und ja, nach einer Partie Standardkampf kommt dann halt der Herrschaftskampf. Bis gleich. Ja, im letzten Part hat man ja gesehen, dass die Octolinge noch nicht bereit sind, mit den Inklingen zusammen zu spielen. Wer den Rage verpasst hat, schaut den euch mal an. Allerdings wollte ich mich noch dafür entschuldigen für diesen kleinen Ausraster, aber ja, es war halt schon ein bisschen vorprogrammiert, weil ich ja schon am Mittag ein bisschen gespielt habe und war schon scheiße am Mittag, weil mein Team immer so schlecht ist, obwohl sie gar nicht so schlecht gelevelt sind und so. Also die Erfahrung fehlt denen halt immer nur. Und die machen dann halt taktische Fehler. Und da habe ich den Part aufgenommen und dann war das ebenfalls der Fall. Und bin ich gerade blöd? Ich verhalte mich hier wie im Herrschaftskampf. Dabei müssen wir einfärben. Ich Idiot. Ja gut, Sekundärwaffe ist die Instabombe. Eine anständige Waffe. Also, ich mag sie nicht so, aber wenn man sie richtig benutzt, dann kann die schon sehr gefährlich sein. Die hilft halt sehr schwachen Waffen immer weiter, weil wenn man den Gegner dann trifft und dann mit einer schwachen Waffe einen Treffer erzielt, dann ist er meist down. Und für diesen Elite 3K nicht so geeignet, meiner Meinung nach. Braucht es ehrlich gesagt nicht. Und ich weiß auch nicht, da sniped tatsächlich noch jemand. Sogar mit der gleichen Waffe. Ja, es gibt so Tage, du kannst snipern und es gibt Tage, da geht einfach gar nicht. Und das war eine Insta-Bombe. Wieso hat die mich... Hä, Insta? What the fuck, wie weit hat der geworfen? Lol. Oh, getroffen. Auch wenn er mich gekriegt hatte, aber trotzdem getroffen. Aber es sieht nicht gut aus. Nee. Der dort hinten, den erreiche ich nicht mal. Komm, dich krieg ich. Doch nicht. Aha, du da. Ah, Mann, das Fernrohr ist eine harte Nuss. Ich bin gar nicht gut damit. Ich hasse das sogar. Es gefällt mir gar nicht, wenn die Waffe so reinvisiert. Und der Verbrauch ist ziemlich hoch, kann das sein? Weil, keine Ahnung, nach 3 Schüssen ist die Tinte schon leer. Nee, doch nicht, okay. Dann sind es die Insta-Bomben, die sehr viel verbrauchen. Aha. Und ja, die Gegner, also allgemein, die Spieler haben raus, wie man gegen Sniper mit Zielrohr sich zu bewegen hat, weil wenn du dich dort ganz schnell fix bewegt, kommt der Sniper einfach nicht nach. Ist halt Pech, aber okay. Mein Gott. Das ist das letzte Mal Sniper. Es sei denn, es kommt ein Update, aber das hoffe ich nicht mal. Und wieso bin ich mit einer Stufe 4 im Team? What the fuck? Gut, dann noch eine zweite Runde. Dann bringen wir es hinter uns. Und wir spielen auch nochmal den Heilbot-Hafen. Naja, immerhin habe ich hier einen kleinen Vorteil. Wegen den engen Räumen. Sie haben allerdings 2 Sniper. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Vorteil so groß ist. Und okay. Ah, jetzt hat er, seht ihr, der hat gecheckt. Ich mache die Seiten, dann geht er einfach schon weiter. Und ich habe mich natürlich jetzt schon verraten.
dass ich hier stehe und snipe. Aber okay. Ah, da ist jemand. Besser, dass ich jetzt da bin, ne? Gefällt mir auch gar nicht. Dieses Spielprinzip mit dem Zielen. Und jetzt weiß er sogar, wo wir stehen. Ah, und jetzt snipt er mich auch schon ab. Ah! Ja gut, er wusste, wo ich stehe. Also es war ganz normal, dass ich abgeschossen werde. Daran war nichts zu machen. Das ist natürlich blöd. Der Sniper ist natürlich am meisten betroffen, wenn der Echolokator frei... Ah! Verdammt! Oh, Junge, Junge, Junge. Wann wird wohl wieder eine richtig geile Waffe für mich kommen? Ich denke bald. Komm, komm. Wir können das noch umdrehen. Ist jetzt nicht so dramatisch, was passiert ist. Muss halt einfach jetzt taktisch vorangehen. Schön verteilen. Nicht alle auf einem Haufen. Und der spielt Feind Disperser. Ja, natürlich eine gute Waffe. Die tötet natürlich schnell. Da kann man nichts ändern. Das ist natürlich eine klasse Waffe. Obwohl, wir sind zwar jetzt vorne. Also, eigentlich können wir dieses Match noch rocken. Okay, da ist jemand geplatzt. Ich sehe nichts. Ah. Und ich muss kalibrieren. Scheiße. Okay. Ist wieder gut. Ah, jetzt springt der tatsächlich durch den Wattewende-Backup. Ah, ist schon tot. Okay. Ja, wir können tatsächlich gewinnen. Ja. Das Team macht sich gut. Komm, schmeiß noch eine Insta-Bombe überall hin, wo grün ist. Und wir gewinnen. Wunderbar. Super. Dann ist's ja jetzt nur halb so schlimm. Aber das richtige Match kommt ja erst. Jetzt kommt nämlich... Oh, und schon wieder 666, ja, die Zahl des Teufels. Hat das was zu bedeuten? Ist das ein schlechtes Omen? Wir werden sehen. So, wir spielen die Bohrinsel Nautilus. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich heute diese Snipe-Waffe benutze. Und nicht ein andermal. Und dann ist sie halt durch. Dann ist es geschafft, Mann. Und darauf freue ich mich. Weil dann haben wir nur noch ziemlich geile Waffen. Die Dynaroller würde nur ein bisschen Rage werden. Ja, endlich mal ein Treffer. Der erste Treffer für heute. Ist das nicht schön? Überhaupt der erste Kill. Und jetzt sitzen die dort in der Patsche. Wir haben eine richtig geile Reichweite. Oh, verdammt. Kommt der schon sofort von hinten. Ja, der hat natürlich schon sofort damit gerechnet. Natürlich, natürlich. So, ist die Lage jetzt wieder frei oder steht der noch immer dort? Er hat mich gesehen. Mann! Der N dort hat mir den Weg versperrt. Bin ich jetzt im Rangkampf wieder beim Team mit lauter Deppen oder wie? Ah, und hier plätscht alles vorbei. Ah, die Minigun. Es ist die Minigun. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Weglaufen. Ah, tot. Ja. Ich weiß nicht, was der eine wollte, aber der hat mir total den Weg versperrt. Das ist so ein Dreck gewesen. Wir werden das erste Mal schon mal haushoch verlieren.
Und wir schielen. Oh Gott. Noch zwei Matches, dann ist das vorbei. Dann bin ich befreit. Ach Gott, wieso? Naja, neuer Versuch, würde ich sagen. Auf der nächsten Stage. Nun gut, auf dem Captain Schützenfisch. Schützenfisch, ja, natürlich, ne? Ja. Auf dem Camp Schützenfisch. Nicht nuscheln. So, ja, stelle ich mich an den klassischen Ort. Ich weiß ja nicht. Schon ein bisschen Mainstream. Aber ja, wo will man anders stehen, ne? Komm. Ah, Minigun. Scheiße, die Reichweite der Minigun ist einfach zu hoch. Ah, nein. Ja, man hat halt hier natürlich eine richtig geile Schutzbarriere. Und ja, aber ich sehe nichts. Dieses Fernrohr ist nicht so geeignet. Gefällt mir nicht so. Oh nein, sehr knapp, sehr knapp. Ah, da hat der die Bombe gut platziert. Aber seht ihr, ich habe ihn getroffen. Das ist interessant. Aber gut, es hat nichts gebracht, ne? Es hat rein gar nichts gebracht. Und jetzt sind die schon wieder vorne. Ja, ich bin einfach ein schlechter Sniper mit diesem Zielrohr. Ich kann das einfach nicht. Ich kann noch versuchen, hier durchzuschießen. Hä? Oh, dieser Drecksack. Dieses Drecksgö. So ein kleines Kind. So, knallt dich ab und dann läuft's weg. Spaß. Komm her. Stück Scheiße. Komm her. Ich seh dich. So, jetzt wissen wenigstens meine Freunde, wo du dich aufhältst. Du Stück Scheiße. Allerdings macht mein Team überhaupt gar nichts, ne? Die kriegen genauso wenig hin wie ich. Naja, dann werden wir eben in der nächsten Runde vielleicht etwas mehr Glück haben. Ich denke aber eher nicht, ne? Ich kann einfach gar nichts. Und den nächsten Insta-KO auf dem Camp Schützenfisch. Horobinota oder wie die heißt. Die ist schon wieder im Gegnerteam. Das gefällt mir nicht, weil die hat den Trick raus, wie man mich umhaut, wenn ich diesen Zielsniper habe. Aber deine Sicht ist so eingeschränkt. Ich verstehe nicht, wieso die Leute den spielen. Ja, gut. Das sind natürlich die Shooter-Experten und so, ne? So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Aber ich kann mich einfach nicht. Wenn ich jemand sehe, muss ich eingreifen. Und der Schiele. Stell dir das mal vor. Oh, wir haben die Herrschaft gehabt. So, ich habe Angst, dass von hinten wieder einer kommt. Ah, nein, aber er kommt von vorne. Okay, auch interessant. Ja, ich habe ihn gekriegt, ohne dass das Zielrohr aktiviert wurde. Auch nice. Jetzt der da oben. Ah, hinten ist einer. Da kommt. Das ist diese Hobinota, ne? Horobinota.
So, und ich stelle mich sicher nicht in die Zone. Könnt ihr vergessen. Ich muss ja nicht unbedingt bis ans maximale Limit. Es reicht auch so, ne? Oder kann ich dann nicht ganz die Weite erreichen? Aber es sieht gut aus. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Oh nein. Oh, wo kommt der? Hä? Wo kam der denn her? Ah, der hat das gut gemacht. Der hat wieder diese Ninja-Fähigkeit. Ah. Oh. Okay, jetzt nervst. Jetzt nervst du aber. Jetzt wirst du abgeknallt. Komm, was wolle. Jetzt bist du dran. Kann ich mich auch nicht mehr bewegen? Ich meine, ganz wenig, ne? Gott, Mann, was hat die denn geraucht? Also es ist nicht die gleiche, das war irgendwie anders. Aber die kommen jetzt doch schon ein bisschen zacken. Die campen jetzt zu 100.000 hier. Was liegt dort hinten? Ist da jemand gestorben? Aha. Und du bist dran. Sobald du dich zurückverwandelst, bist du tot. Ja, komm her, Stück Scheiße. Der nächste auch. Das hat nicht gereicht. Ja, Zilla ist angehalten. Noch haben sie nicht uns überholt. Also noch ist alles drin. Muss halt jetzt nur... Oh, die war lila. Oder violett. Hab ich nicht gesehen. Upsala. Oh nee, jetzt läuft der Counter. Och nee. Ja, wenn ich eine gute Killstreak hinlege, dann kann mein Team auch schön punkten. Und das war wieder Noob-Fehler. Unglaublich. So, wir haben die Herrschaft. Oh, sehr schön. Das sieht man gern. Oh, und ich hab den nicht gekriegt. Ich hab ihn nicht gekriegt. Der wäre so weggebasht worden. Mein. Oh nein, die sind hinter mir. Ah, die sind hinter mir. Ich muss die Insta-Bomben. Ja, schön. Schön, so kann man sich schön schützen. Okay, dann seht ihr endlich mal, wie man mit diesen Elite umgehen kann. Wieso steht der jetzt einfach dumm dort? Überlegt er? Hat er einen Plan? Es scheint fast so. Die sind alle beide gestorben. Und ist okay. Ja, okay. Okay. Gestört. Gestört. Ich hab verstanden. Ah nee, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Aber wir sind vorne, Leute. Wenn die jetzt nicht die Herrschaft kriegen und es nicht Verlängerung gewonnen. Yes! So, geht doch. Da hat man gemerkt, dass mein Team doch richtig was kann. Was drauf hat. Also, yay. Ja, letzte Partie war dann doch besser mit diesem Zilliter-EK. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr den irgendwie spielt. Ich jedenfalls nicht. Könnt ihr vergessen. Einmal hier im Let's Play, aber privat nie wieder. Nie wieder fasse ich das Teil an. Außer ich langweile mich zu Tode. Bis zum nächsten Mal bei Splatoon.